Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Point de Presse der Swissmedic anlässlich der Erstzulassung eines Covid-19-Impfstoffs in der Schweiz. Auf dem Podium begrüße ich Raimund Bruhin, Philipp Schirar und Klaus Bolte. Raimund Bruhin ist Direktor des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic. Philipp Schirar, stellvertretender Direktor und Leiter des Bereichs Bewilligungen. Klaus Bolte leitet den Bereich Zulassung. Im Anschluss an diesen Point de Presse um 14.15 Uhr findet ein zweiter Point de Presse statt. Dort erläutern Bund und Kantone den Stand der Planung bezüglich Verimpfung und Verteilung der Impfstoffe. Im ersten Teil des Point de Presse erläutern wir Ihnen, welche Schritte zum Entscheid nötig waren, wie der Entscheid schlussendlich lautet, und werden auch noch etwas zu den wissenschaftlichen Grundlagen sagen. Herr Bruhin, Sie haben das Wort. Das Jahr 2020 war für uns alle ein schwieriges Jahr. Es fällt zeitweise schwer, überhaupt zu glauben, dass diese Covid-19-Pandemie einmal zu Ende gehen wird. Jetzt haben wir aber einen ersten wichtigen Meilenstein erreicht, um die Covid-19-Krankheit einzudämmen. Heute hat Swissmedic den Impfstoff von Pfizer-BioNTech für die Schweiz zugelassen. Nach sorgfältiger Prüfung der verfügbaren Informationen kommt Swissmedic zum Schluss, dass der Covid-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech sicher ist und dass der Nutzen die Risiken überwiegt. Es handelt sich um die weltweit erste Zulassung im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens. Mit den Vorbereitungen für diesen Entscheid haben wir aber lange vor diesem Entscheid begonnen, auch lange vor dem ersten Zulassungsgesuch im Oktober und auch lange bevor die ersten Daten bei uns eingegangen sind. Seit Frühling standen wir im Austausch mit den Firmen und den Forschergruppen. Wir haben die Firmen und Forschergruppen mehrfach kurzfristig beraten und so vorhandene Unterlagen vorab bewerten können. Wir haben eine Arbeitsgruppe, eine sogenannte Taskforce, gebildet, um alle Fragen rund um den Impfstoff möglichst schnell und umfassend aufnehmen und beantworten zu können. Außerdem haben wir auf nationaler und internationaler Ebene die Zusammenarbeit neu etabliert und intensiviert. Der Schlüssel aber für die rasche Prüfung der eingereichten Unterlagen war das rollende Einreichungsverfahren, die sogenannte Rolling Submission, und damit auch die rollende Review der eingereichten Daten. Die Möglichkeit, eingehende Daten zu prüfen, sobald sie aus der laufenden Entwicklung der Hersteller zur Verfügung gestellt werden konnten, sparte uns sehr viel Zeit. Der Aspekt der Sicherheit spielte aber dennoch während der ganzen Zeit, während des ganzen Prozesses, eine besonders wichtige Rolle. Dieser Aspekt ist deshalb eine Herausforderung, weil wir mit einem Impfstoff einem gesunden Menschen ein Medikament verabreichen. Dies ist der große und entscheidende Unterschied zu anderen Medikamenten, mit welchem wir kranke Menschen behandeln. Unter anderem haben wir deshalb entschieden, dass die Datenbasis für unter 16-Jährige noch zu dünn ist. Deshalb ist die Impfung für unter 16-Jährige nicht zugelassen. Die von uns erwarteten Standards für Arzneimittel an Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit im ganzen Prozess der Begutachtung haben wir nicht gelockert. Sobald Daten eintrafen, prüften unsere Expertinnen und Experten diese gründlich nach wissenschaftlichen Kriterien. Bei einem neuen Arzneimittel sind das sehr viele Seiten an Informationen. Physisch, in Papier, sind dies bis zu 300 Bundesordner. In den letzten
10 Tagen wurden uns die entscheidenden Studiendaten geliefert. Der direkte, auch mündliche Austausch mit der Firma Pfizer war deshalb in dieser Phase besonders intensiv. Insgesamt haben wir Daten zu den präklinischen Forschungsergebnissen, zur Qualität, also zur Herstellung, Lagerung, Haltbarkeit begutachtet und am Schluss auch die Daten aus klinischen Studien, um die Sicherheit und Wirksamkeit zu beurteilen. Nachdem wir genügend Daten für eine Beurteilung des Nutzen-Risikos zusammen hatten und offene Fragen, die diversen offenen Fragen mit der Firma geklärt waren, haben wir unser externes und unabhängiges Expertengremium einberufen, das sogenannte HMEC, das Human Medicines Expert Committee. Gestern hat dieses Gremium nun getagt und über mehrere Stunden die Ergebnisse ihrer eigenen Begutachtung der Daten beraten. Das Expertengremium kam in Übereinstimmung mit unseren internen Experten zu einer positiven Empfehlung der Zulassung dieses Impfstoffes. Auf der Basis der internen und externen Begutachtung konnte Swissmedic heute deshalb einen positiven Zulassungsentscheid ausstellen. Unsere Arbeit ist damit aber nicht abgeschlossen. Wie bei allen Arzneimitteln, die auf dem Markt sind, überwacht Swissmedic die Sicherheit des Impfstoffes genau. Wir werden, wenn nötig, sofort Maßnahmen ergreifen, sollten sich irgendwo Sicherheitssignale zeigen. Swissmedic hat auch geknüpft an die Zulassung, explizit an die Zulassung geknüpft, verlangt, dass die Zulassungsinhaberin weiterhin kontinuierlich Informationen über die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität des Impfstoffes erhebt. Abschließend möchte ich an dieser Stelle mich bei allen Zusammenarbeitspartnern explizit bedanken. Besonderen Dank richte ich aber an alle meine Mitarbeitenden, welche mit hohem Engagement über Monate zu diesem Ergebnis, zur Bewältigung dieser Gesundheitskrise und zur prospektiven Entlastung des Gesundheitswesens beigetragen haben. Was der Zulassungsentscheid beinhaltet, erläutert Ihnen nun Herr Philippe Girard. Merci beaucoup. Swissmedic est la première autorité à approuver un vaccin contre le COVID-19 dans le cadre d'une procédure d'autorisation ordinaire. Der neue Impfstoff wird befristet zugelassen, um COVID-19 zu verhindern. Er kann ab 16 Jahren verabreicht werden. Gemäß den klinischen Daten, die uns vorliegen, liegt der Impfschutz 7 Tage nach der zweiten Impfung bei über 90%. Klinische Studien mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech hatten auch Teilnehmer im Alter von 65 Jahren und älter eingeschlossen. Diese Daten schützen die Gesamtbeurteilung zu Sicherheit und Wirksamkeit. Geimpft wird 2-mal. Die 2. Impfung erfolgt 3 Wochen nach der 1. Wir kommen nach der Überprüfung der vorhandenen Unterlagen zum Schluss, dass der Impfstoff sicher ist. Der Nutzen überwiegt die Risiken. Die erwarteten Nebenwirkungen sind vergleichbar mit der Grippeimpfung, können aber unter Umständen, vor allem bei der zweiten oder nach der zweiten Injektion, auch stärker auftreten. Natürlich sollen sich Personen, die gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind, nicht impfen lassen. Zur Impfung von Schwangeren liegen noch keine Daten vor. Sicherheit und Nebenwirkungen bleiben im Fokus. Neue Erkenntnisse wie Nebenwirkungsmeldungen, neue Studienresultate, Zulassungen von anderen Behörden, aber auch alle anderen verfügbaren Daten fließen kontinuierlich bei Swissmedic zusammen, werden laufend geprüft und beurteilt und finden, falls angezeigt, Eingang in Anpassungen dieser Zulassung. Wir sind davon überzeugt, mit unserer Entscheidung einen Beitrag zur Bewältigung
der Pandemie in der Schweiz zu leisten. Klaus Bolte wird Ihnen nun die wissenschaftlichen Grundlagen für diesen Entscheid erläutern. Bitte, Klaus. Merci Philipp. Ich beziehe mich bei der wissenschaftlichen Prüfung den Grundlagen, also den Ergebnissen für diese Zulassungsentscheidung auf die Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität, die wir geprüft haben, allenfalls auch auf ein paar regulatorische Aspekte. Und dies entlang der Fachinformation, die letztendlich die Ergebnisse unserer Prüfung strukturiert zusammenfasst und dann gleichzeitig auch Informationen wiedergibt für Patienten in einer laienverständlichen Sprache, noch dazu in allen Landessprachen. Die zugehörige Patienteninformation wird aktuell noch in die Landessprachen übersetzt, ist also noch nicht auf unserer Homepage verfügbar. Also, ich beziehe mich auf die Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität der Herstellung dieses Impfstoffes, der im Übrigen Comirnaty heißt. Comirnaty, sicherlich ein wenig gewöhnungsbedürftig als Handelsname für diesen Pfizer-BioNTech-Wirkstoff. Die Grundlage für diesen Entscheid, und ich beziehe mich im Wesentlichen auf die Wirksamkeit und Sicherheitsaspekte, liefert eine große pivotale Studie mit über 43.000 Teilnehmern, die weltweit vorwiegend in den USA und Südamerika durchgeführt wurde. Davon kamen 36.000 Teilnehmer nach strengen Kriterien zur Auswertung. Gleichzeitig haben wir ebenfalls eingeschlossen bedacht, dass in der Zwischenzeit notfallmäßig dieser Impfstoff in Ländern in Verkehr gebracht wurde. Das heißt, dass also auch Menschen außerhalb von klinischen Studien geimpft wurden. Inzwischen sind das ein paar hunderttausend. Was diese sogenannte pivotale Studie betrifft, die entscheidend ist für eine Zulassung, was die klinischen Daten betrifft, hat sich dieser Impfstoff zu über 90% als wirksam herausgestellt. Wenn man genau hinschaut, kann man sagen, dass es sogar knapp 95% sind. Und dies betrifft alle Altersgruppen ab 16 Jahren. So haben wir auch zugelassen und nach oben keine Altersgrenze gesetzt. Die betreffenden Altersgruppen waren ausreichend repräsentativ in der Studie abgebildet. Das Durchschnittsalter betrug etwas über 50 Jahre, aber wir haben auch über 65-jährige Studienteilnehmer, etwa 3.000 solcher Teilnehmer in dieser Studie, die also verimpft wurden, die mit diesem Comirnaty-Impfstoff geimpft wurden. Ich möchte auch hervorheben, und ich habe dies ja hier an dieser Stelle am 1. Dezember gesagt, dass uns noch wichtige Daten zu Menschen, Personen mit Vorerkrankungen und unterschiedlicher Altersgruppen gefehlt haben bis vor kurzem. Und die haben wir eben jetzt erst bekommen, die letzten Tage, und fast bis in die letzten Stunden prüfen dürfen. Es betrifft also all diese Altersgruppen. Die Wirksamkeit und auch die Sicherheit kann man übertragen in der Tat auf all die geprüften Altersgruppen, auch die über 65-Jährigen. Und es betrifft auch solche mit Vorerkrankungen. Etwa 46% in dieser Studie hatten Vorerkrankungen, die stabil eingestellt waren, also Bluthochdruck, Diabetes, Asthma, auch stabil eingestellte HIV-Patienten konnten an dieser Studie teilnehmen. Das ist doch ein beachtlicher Anteil und auf diese Weise geimpft werden. Die Wirksamkeit ist also mit knapp 95% sehr hoch, sehr viel höher, als wir am Anfang dieser Impfstoffentwicklung und am Anfang dieser Pandemie je für möglich gehalten hatten. Wir haben uns international verständigt mit anderen hochstehenden Behörden,
Regulatoren und hatten auch einmal eine Wirksamkeit ab 50% relativ zu der Sicherheit im Kontext der Pandemielage für durchaus zulassungsfähig gehalten. Hier haben wir nun also eine über 90-prozentige Wirksamkeit in den Altersgruppen, wie ich sie gerade dargestellt habe, und auch für Teilnehmer mit stabil eingestellten Vorerkrankungen. Ausgeschlossen waren aber in der Tat, wie wir schon gesagt haben, schwangere Teilnehmer und ebenso Teilnehmer oder Patienten, die immunsupprimiert oder kompromittiert sind. Das sind also solche, die eine angeborene oder erworbene Immunschwäche haben oder die Arzneimittel einnehmen, die die Immunabwehr reduzieren, zum Beispiel Organtransplantierte. Was die Risiken oder auch die unerwünschten Wirkungen betrifft, kann ich Sie gern orientieren darüber, dass wir unterscheiden in lokale und systemische unerwünschte Wirkungen. Die lokalen sind solche, die am Ort der Impfung entstehen, also im Oberarm, am Delta-Muskel. Es wird intramuskulär verimpft. Dort kann es zu Rötungen, Schwellungen, Reizungen und auch Schmerzen kommen. Was die systemischen unerwünschten Wirkungen und damit auch einige Risiken betrifft, die sich danach entwickeln können, kommt es zu Unwohlsein, Schmerzen, generellen Schmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, auch Übelkeit und generelles Unwohlsein. Es gab auch ein paar, wie Sie anderen Medienmitteilungen entnehmen konnten, sogenannte anaphylaktoide Reaktionen, also schwere allergische Reaktionen, in der Regel bei solchen Teilnehmern in den Studien oder auch jetzt den Verimpften, die bereits eine Vorgeschichte, eine bekannte schwere Allergie hatten und die direkt vor Ort dann auch teilweise mit dem eigenen EpiPen mit Adrenalin behandelt werden konnten. Dies war also in der Regel bekannt, wird aber auch in unserer Fachinformation, an der ich mich jetzt orientiere, klar ausgewiesen und ebenfalls den zu impfenden Bürgern in einer klaren Sprache mitgeteilt. Was diese unerwünschten Wirkungen betrifft, kann ich auch gerne noch hinzufügen, dass man also spürt, nicht nur lokal, auch systemisch, dass eine Abwehr aufgebaut wird. In der Tat, das zeigt ganz klar den Geimpften auch, dass die Abwehr nun mobilisiert wird. Und das ist eine Zeit lang ein wenig unangenehm, darf aber insofern beruhigen, als dass eben dadurch deutlich wird, dass die Abwehr entsprechend mobilisiert wird. Ebenfalls erwähnt wurde schon, dass, ich möchte das aber noch einmal hervorheben, dass es zwei Impfungen im Abstand von 3 Wochen braucht und dass die Wirksamkeit erst eine Woche nach der zweiten Impfung vorliegt. Das heißt, wenn jemand heute geimpft wird, dann wird es so sein, dass er oder sie erst nach 4 Wochen eine zu erwartende Schutzwirkung hat. Und ganz wichtig ist mir, ist uns an dieser Stelle auch noch einmal hervorzuheben, dass die Schutzmaßnahmen auf jeden Fall aufrechterhalten werden. Bei uns allen sowieso, wie aber auch eben bei den Geimpften oder Verimpften. Also, wir haben es hier mit einem hochwirksamen Impfstoff zu tun, ein neu entwickelter, hochwirksamer Impfstoff, den wir bis in die letzten Stunden gründlich und doch speditiv durch das rollende Verfahren prüfen konnten und über den wir in enger Abstimmung mit unserem externen Expertengremium und auch im Austausch mit internationalen Behörden nun eine befristete Zulassung erteilen konnten. Ich darf vielleicht auch noch einmal hervorheben, dass damit unsere Arbeit nicht getan ist. Die Marktüberwachung, die Arzneimittelsicherheit fängt eigentlich jetzt erst an, wo der Impfstoff verimpft wird, wo der
Impfstoff in der realen Welt gebraucht wird, also außerhalb von klinischen Studien. Dort schauen wir ganz aufmerksam hin. Dort muss gemeldet werden, wenn es eben zu bekannten oder auch bislang nicht bekannten unerwünschten Wirkungen kommt, mit denen dann die Arzneimittelinformation, die Patienteninformation entsprechend aktualisiert wird. Darüber würden wir Sie im Nachgang regelmäßig informieren. Und ich darf vielleicht auch noch hinzufügen, wir alle haben sehr viele Anfragen bekommen über den Anfragendienst oder teilweise auch direkt persönlich mit vielen Bürgern, die besorgt sind, verständlicherweise, ob dieser sehr schnellen Entwicklung in dieser Pandemiesituation, aber auch einigen, denen es nicht schnell genug gehen kann, damit sie nun endlich geimpft werden. Wir können nicht alle auf diese einzelnen Fragen eingehen. Wir haben unsere Zeit darauf konzentriert, eben den Impfstoff so gründlich und auch so schnell wie möglich zu prüfen. Ich bitte Sie also um Verständnis, wenn wir all diese Anfragen nicht beantworten können. Aber das können wir jetzt sehr gern tun. Vielen Dank, Klaus. Damit eröffnen wir die Fragerunde. Wer hat Fragen? Stefan Bühler, NZZ am Sonntag. Ich habe eine Frage zur Zusammenarbeit mit den Herstellern. Sie haben gesagt, man sei in direktem Kontakt gewesen mit diesen Forschergruppen, habe sie beraten. Da stellt sich mir die Frage, hat man die kritische Distanz durchwegs durchhalten können? Oder wie konnten Sie sicherstellen, dass Sie nach wie vor unabhängig sind, wenn die Zusammenarbeit so eng ist? Ja, Klaus? Vielen Dank. Das ist ein routinemäßiger Ablauf, dass man sich mit Forschergruppen, nicht nur dieser hier oder der Firma, regelmäßig austauscht während der Entwicklung. Dann sagen wir dem Scientific Advice. Das heißt, wir geben einen Rat hinsichtlich unserer und auch international gültige Anforderungen für die weitere Entwicklung. Welche Endpunkte braucht es? Wie groß müssen die Studien sein? Welche unerwünschten Wirkungen, Nebenwirkungen müssen wie aufgefangen werden und was braucht es letztendlich für eine Zulassung? Das ist der Scientific Advice während der Entwicklung. Auch Aspekte der Präklinik, der Labortechniken gehen dort ein und regulatorische Aspekte. Und dann gibt es den sogenannten Pre-Submission Advice, wo man sich mit der Firma, das war hier auch der Fall, unmittelbar vor einer Zulassung, vor einer Einreichung, also unserer Prüfung genauer gesagt, auseinandersetzt, noch einmal über mögliche Verfahrensfragen. Welches Verfahren kommt in Frage für eine Prüfung? Müssen noch regulatorische, administrative Anforderungen erfüllt werden, sodass die Firma dann, in der Regel ist es eine forschende Firma, bei uns vollständig einreichen kann oder wie jetzt geschehen im rollenden Verfahren vorher definierte Datenpakete zu festgelegten Zeitpunkten einreicht, sodass auch wir ein wenig planen können, wann was eingereicht wird und geprüft werden kann. Das ist normal, das ist unsere regulatorische Normalität, das kennen wir gar nicht anders. Und die Distanz, Ihre Frage, es gelingt uns sehr gut, professionell die Distanz zu wahren, aber gleichzeitig auch solche Entwicklungen zielgerichtet zu beschleunigen, dies mit zu ermöglichen, sodass also Entwicklungen nicht in die falsche Richtung laufen. Simon Marti, Sonntagsblick. Sie haben gesagt, dass die Datenbasis für unter 16-Jährige zu klein sei. Wissen Sie, wann die notwendigen Angaben für unter 16-Jährige vorliegen wird? Ja, in der Tat, das ist so. Ich schaue gerade in den frisch gedruckten Unterlagen noch einmal nach. Es waren bei den unter 16-Jährigen in der Studie, die entscheidend ist für die Zulassung, waren es immerhin ein paar hundert Teilnehmer in der Studie. Und das reicht uns aber nicht aus, um die Zulassung zu öffnen. Es gibt daher separat
aufzustellende Studien auch in Vereinbarung mit anderen Regulatoren, mit anderen Behörden weltweit, die sich genau auf diese jüngere Altersgruppe konzentrieren. Dort müssen Nachweise der Wirksamkeit und Sicherheit für diese Altersgruppen, die dann runtergehen von 16 auf 12, von 12 auf 10 und so weiter, dies muss so strukturiert in den Altersgruppen noch einmal separat erbracht und nachgereicht werden. Wir sagen dem auch pädiatrische oder kindliche Prüfkonzepte. Ebenfalls diese Bedingungen müssen erfüllt werden, bevor wir dann für die unter 16-Jährigen den Impfstoff freigeben. Weitere Fragen? Merci Clémence pour la RTS, la télévision suisse. Vous étiez sous pression. Est-ce que vous avez cédé à la rapidité, à la précipitation, ou est-ce que vous êtes sûr de vous, sûr de votre coup? Ja, ich kann Ihnen das vielleicht aus meiner Warte direkt beantworten. Wir haben keinen Druck bekommen, weder verbal noch in irgendeiner anderen Form. Weder aus politischen Kreisen noch aus der Wirtschaft. Ich darf dazu sagen, dass wir das als sehr korrekt empfunden haben. Das ist sicher ein großer Unterschied als in anderen Ländern, wie Sie das vielleicht ja mitbekommen haben. Die nächste Frage. Sie haben vorhin sehr lebhaft geschildert, wie es ist, wenn man geimpft wird. Haben Sie den Impfstoff an sich selber auch schon getestet? Also wissen Sie, wie es ist? Dann habe ich nicht, um auch die Prüfung dieses Gesuches gut überwachen zu können. Ich kann vielleicht einen unserer Harmec-Experten zitieren, mit dem wir das gestern ebenso lebhaft diskutiert haben. Er sagt, es gibt Impfungen, die werden eher als eine Art Mückenstich empfunden. Hier ist die Reaktion heftiger. Die Reaktion hat er, einer, der hier involviert war, eher mit einem Bienenstich verglichen. Und ich denke, für die große Mehrheit in der Bevölkerung dürfte es wahrscheinlich in der Mitte liegen. Es wird heftiger sein und das ist sehr, sehr unterschiedlich individuell als bei wahrscheinlich vielen anderen Impfungen, an die man sich aus der Kindheit noch erinnert oder auch Impfungen, die man in Vorbereitung für eine Reise erhalten hat, aber hoffentlich nicht ganz so heftig wie bei einem Bienenstich. Oui, Michel Guillaume du journal Le Temps. Il y a un énorme scepticisme par rapport à ces vaccins dans la population. Plus de 50% envisagent de ne pas se faire vacciner. Est-ce que vous allez publier les conclusions de vos rapports? Oui, on va publier. On publie ce qui s'appelle un Klaus. Jetzt musst du mir helfen. Wie heißt der? Swisspar. Public summary. On publie un résumé qui sera accessible d'ici une trentaine de jours. Klaus dit oui, alors c'est juste. Où la population peut directement s'informer. Les informations pour le patient seront aussi publiées. Et puis là, comme ça a été déjà mentionné, les faits et les causes sont décrits dans un langage qui devrait être compréhensible de la part des patients. Entschuldigung, aber, wenn ich noch mal fragen darf. Jetzt noch was zur Wirksamkeit dieses Impfstoffs. Es wurde schon sehr viel geschrieben. Können Sie noch mal sagen, was kann er und was kann er nicht? Also kann er auch die Übertragung stoppen oder schützt er nur mich, wenn ich geimpft bin? Letzteres primär, das ist das, was wir wissen, was gut belegt wurde, wozu wir noch keine Aussagen machen können, ist genau das, was Sie gefragt haben, ob die Übertragung gestoppt oder gar verhindert werden kann. Das ist der Fall. Also ein Schutz primär als allererstes einmal für die Geimpften. Und man darf vorsichtig schlussfolgern, aber es gibt noch keine ausreichenden Belege dafür, dass damit
eben auch die Übertragung verhindert werden sollte. Aber da können wir uns noch nicht ausreichend abgestützt zu äußern. Es liegen Daten vor für das Anhalten so einer Wirksamkeit, der Schutzwirkung bis zu über 2 Monaten aus der großen Studie, die ich eben zitiert habe. Wir wissen aber auch inzwischen aus früheren Studienphasen, Phase 1 und 2, vor allem Phase 2 Phasen, die Long-Term Extension Studies haben, das heißt, die werden fortgesetzt, die haben früher begonnen, schon im Sommer, und dort auf freiwilliger Basis werden Teilnehmer, die geimpft wurden, weiter beobachtet, und dort liegen ebenfalls Daten vor, dass der Impfschutz länger anzuhalten scheint. Und das müssen wir weiter natürlich im Auge behalten. Das ist ganz klar. Herr Bruin hat ja jedwelchen Druck ausgeschlossen. Jetzt hat es noch kürzlich geheißen, dass es doch etwas länger dauern könnte, die ganze Zulassung. Jetzt ist es doch schneller gegangen. Was hat in den letzten Tagen und Stunden den Ausschlag gegeben, dass sich das Verfahren jetzt so beschleunigt hat? Wer war am nächsten dran? Also ich kann vielleicht mich, ich kann die Antwort geben. Es ist ja so, dass wir gesagt haben, sicher und schnell. Und die Schnelligkeit jetzt im Verlauf der letzten Tage und Wochen und vor allem in den letzten 2 Wochen ist vor allem dadurch bedingt, dass sehr viele Daten jetzt zum Schluss reingekommen sind. Auch sehr viele wichtige und entscheidende Daten aus klinischen Studien. Und das hat schlussendlich die Grundlage für den Entscheid geliefert. Wir haben immer gesagt, wir müssen ausreichend Daten haben, um entscheiden zu können. Und das hängt davon ab, welche Daten durch die Firmen eingereicht werden können. Und das hat sich gegen Schluss hin beschleunigt. Erwin Schmid, Schweizer Fernsehen. Sind normalerweise bei solchen Zulassungen nicht auch Langzeitstudien notwendig, für die hier im vorliegenden Fall natürlich aus evidenten Gründen keine Zeit war? Und wenn dem so ist, wieso können Sie trotzdem sagen, dass der Wirkstoff sicher ist? Ja. Das ist genau so, Herr Schmid, wie Sie sagen. Zum einen wird diese Studie, die wir als Grundlage für die Zulassung genommen haben, mit den 43.000, die wird fortgesetzt noch. Die läuft weiter, auch während wir jetzt sprechen. Und wir erwarten auch aus dieser dann sich fortsetzenden oder fortgesetzten Studie weitere wichtige Erkenntnisse. Gleichzeitig werden neue Studien aufgesetzt, zum Beispiel zu den unterschiedlichen kindlichen Altersgruppen. Das ist sogar eine gesetzliche Anforderung, auch bei uns, bevor wir dann andere Altersgruppen freigeben. Es gibt neue Studien. Und dann gibt es sogenannte Studien, Post-Marketing-Studien, also Studien nach einer Zulassung, die ebenfalls verbindlich durchgeführt werden müssen, die eben hauptsächlich, teilweise ausschließlich, Sicherheitsaspekte im Fokus haben, wo man also dann dort, wo geimpft wird, weitere Daten zur Sicherheit und auch zur Wirksamkeit erhebt. All das gehört zum Entwicklungsprogramm. Das hört nicht mit der Zulassung auf, zusätzlich auch zur Marktüberwachung, zum regulären Melden unerwünschter Wirkungen. Also es ist recht umfangreich, betrifft verschiedene Altersgruppen, betrifft noch einmal zusätzliche Vorerkrankungen, Patienten, zu denen wir jetzt noch keine detaillierten Informationen haben, außer denen, die ich vorher ausgeführt hatte. Es betrifft andere Altersgruppen und eben auch Aspekte der Sicherheit, auf die wir ein besonderes Auge und auch andere Kollegen in Verbindung mit anderen Ländern und Behörden ein besonderes Augenmerk halten müssen. Das ist so, ja. Sie. Quelques mots en français me feraient plaisir, merci beaucoup. Qu'en est-il des autres vaccins? Alors, on fera ça en français.
Écoutez, pour le moment, il y a moins de données. Pour le moment, il y a d'autres conditions qui ne sont pas réunies non plus. L'établissement de la firme, par exemple. C'est certainement le vaccin qu'on vient d'approuver. C'est celui qui était le plus développé, où il y a le plus de données convaincantes. Et puis le paquet en tout, comme ça a été déjà dit, l'utilité est beaucoup plus grande que les risques qui sont inhérés au produit. Weitere Fragen? Ich habe den Eindruck, nicht ganz ohne Stolz, schreiben Sie, es handelt sich um die weltweit erste Zulassung in diesem ordentlichen Verfahren. Erste Frage, was bedeutet Ihnen das? Und die zweite Frage, wissen Sie ein bisschen, wie weit die Kollegen zum Beispiel in der EU sind, in den Nachbarstaaten, wann kommen da die nächsten Zulassungen? Ja, wir sind selbstverständlich ein bisschen stolz darauf, dass wir das so hingekriegt haben, das darf man ruhig sagen, wobei ich da vor allem auch stolz bin auf unsere Mitarbeitenden. Das ist eine große Leistung im Sinne eines Team-Approaches. Hier haben sehr viele Leute mitgearbeitet, sehr viele Experten, intern, aber auch extern im Endeffekt. Und das ist wirklich eine konzertierte Aktion gewesen, die mit Vorbereitungen seit dem Frühling begonnen haben und schlussendlich über die ganze Zeit hinweg aufrechterhalten werden mussten. Und das ist tatsächlich eine Teamleistung, die jetzt bis zu dieser Zulassung, wir stehen ja vielleicht dann bald auch vor der nächsten, sehr gut geklappt hat. Andere Agencies, wir wissen natürlich, wo die etwa stehen. Sie haben das teilweise auch schon gehört. Wir gehen davon aus, dass die Zulassung durch die EMA, also durch die europäische Behörde, sehr bald erfolgen wird. Ohne dass ich dazu jetzt genaueres sagen kann, aber wir denken aufgrund der Kontakte, die wir haben, dass das sehr schnell erfolgen wird auch. Wir haben noch 5 Minuten, bis das Reinigungsteam anrückt zwischen den beiden Point de Presse. Weitere Fragen? Wissen Sie, ob jetzt der Impfstoff schon physisch in der Schweiz ist? Philipp? Er ist physisch meines Wissens noch nicht in der Schweiz. Es ist seit dem letzten Freitag möglich, Impfstoff auch ohne Zulassung zu importieren in die Schweiz. Ich meine, er sei noch nicht da, aber er wird bald kommen. Ich kann vielleicht ergänzen, diese Frage können Sie dann direkt beantwortet haben im nächsten Teil des Point de Presse, weil diese Auskunft, denke ich, wird man Ihnen dort geben können. Gibt es noch eine Frage? Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.